Na gut. Dann schauen wir mal. So, ich hoffe, dass ich jetzt hier alles erledigt habe. Sieht aber da noch aus. Hier glaube ich auch. Sehr gut. Tja. Wo hat der jetzt hingeschossen? Das ist eine sehr gute Frage. Also anscheinend hier nicht. Mal gucken, vielleicht hier irgendwo. Oder hier. Nö, keine Ahnung. Oder ich gehe mal komplett raus hier. Ran, Hahn im Sack. Supi. So, und er wird wohl uns im Garten helfen können. Schauen wir mal. Hier werden die Kräuter angebaut. Einige davon habe ich noch nie gesehen. Okay, oder halt auch nicht. Wegen den Raupen habe ich jetzt gedacht. Okay, dann halt noch nicht. Habe ich auch keine Probleme damit. So. Oder muss ich dich hier an sein? Oder hier irgendwo? Nö. Kapiere ich jetzt nicht. Am besten gehe ich hier nochmal hin. Ach, wie geil. Ah, ich weiß das nicht mehr. Dafür liegt das schon ein bisschen zurück. Aber dass ich jetzt hier nichts machen kann, das ist ja auch wunderlich. Oh gut. Hier kann ich auch nichts machen. Bei der Gebetsglocke kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Tja, was darf ich denn jetzt noch hier machen? Und da ist eigentlich noch der Hahn abgebildet, obwohl ich ihn hier habe. Okay. Tja, nee, was darf ich jetzt tun? Spiel, verrat es mir. Ja, helf mir mal. Der Pfeil ist am schattigen Hain zum Boden gefallen. Bitte was? Ach da! Oh Gott, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Der Pfeil hat ein spezielles Ziel angesteuert. Was befindet sich unter der Erde? Na, das werden wir jetzt sehen. Kästchen. Buch über Heilkräuter. Ein natürlicher Ameisenvernichter. Davon könnte ich etwas gebrauchen. Schädlingsbekämpfung. In der Erde war ein Buch über Heilkräuter vergraben. Vielleicht versuchte jemand noch mehr Fälschungen zu verstecken. Allerdings fand ich nützliche Hinweise zu einem natürlichen Ameisenvernichtungsmittel. Ja, okay, gut. Ach Gott, den Pfeil, den habe ich da jetzt echt nicht realisiert. Oh Mann. Ah ja, das sind die Raupen. Hahn, deine Aufgabe. Der Hahn hat die Raupen gefressen. Sehr schön. Und da ist ein Wimmelbild jetzt. Ach, wie toll. Findet die Kräuter, die den Bildern darunter entsprechen. Okay, das wird hoffentlich nicht so schwer sein. Ja, das war schon mal richtig. So. Ich glaube, das ist hier nach der Reihe abgebildet. Jo. Oh, dann ist das ja gar nicht so schwer. In jeder Reihe ist immer eine Blume davon abgebildet. Das ist ja einfach gewesen.
Aber ich will mich nicht beklagen. Natürliche Ameisenvernichter. Super. Okay, jetzt kommen wir zumindest voran. Oh Mann. Gut. Dann wollen wir die Ameisen hier auch mal vertreiben. Die Ameisen sind verschwunden. Ich frage mich, wozu diese Löcher dienen. Tja. Da kann ich jetzt also auch nichts drin machen. Oder die Ringe? Ah ja, die Ringe. Jo, okay. So, und jetzt bekommst du eine Karotte, nicht? Ah ja, okay, aber so. Okay. Da haben wir wieder eine Auszeichnung bekommen. Sehr schön. Okay. Und dadurch ist eine Gruft erschienen. Ah ja, und ein Wimmelbild. Okay. Das war eine Klinge, glaube ich. Eine Scheide. Ja. Da ist ein Teil vom Stoff. Da auch. Und hier ist ein Amulett oder eine Münze oder was auch immer das sein soll. Ich glaube, da ist die Scheide. Jawohl. So, dann ist da noch ein Stoff. Ich glaube, das ist eine Taschenuhr. Oder ein Kompass oder was auch immer. Also, da ist auf jeden Fall die Uhr. Da ist die Kette. Und jetzt fehlt mir noch etwas. Ein Griff oder was auch immer das war. Mikrofilm. Okay. Beweise. Okay. Gut. In exchange for the rare herbs, the abbot ordered Giovanni to steal secret files from the university. Did anybody witness the exchange? Who was Giovanni's murderer? Only a laboratory analysis could say for sure. Kapitel 5, das Universitätsanwesen. Und wir sind im vorletzten Kapitel, meine Lieben. Schön. Du bist nach Casentino gereist. Das ist meine Heimatstadt. Ich hätte dich herumführen können. Wie dem auch sei, ich habe deine Nachricht erhalten, unser Labor benutzen zu wollen. Du hast auch eine Fälschung eines Heilmittels erwähnt. Ja, hier. Ich muss die Ärztekammer darüber informieren. In der Zwischenzeit kannst du im Labor die Beweise analysieren. Bis später. Okay, bis später. Schuhregal. Ein Wimmelbild. Yay. Was darf ich... was darf ich denn alles suchen? Ein grüner Schnürsenkel, ein Diamant, Kirschen, Eidechse, Schuhanzieher, Schuhcreme, Schmetterling, Zylinderhut, Lippenstift, Halsband, Lutscher und Meißel. Gut. Okay. Da haben wir schon mal die Schuhcreme. Da haben wir den Diamant. Da haben wir den Lutscher. Die Kirschen. Die grünen Schnürsenkel. Oh ja. So. Der Meißel ist da. Der Lippenstift war dort. Und da haben wir den Zylinderhut. So, jetzt dürfen wir eine Eidechse suchen, die da oben ist. Ein Schuhanzieher ist dort. Ein Schmetterling. Schmetterling und ein Halsband. Das Halsband ist da und da ist der Schmetterling abgezeichnet. Oder abgebildet. Meißel. Sehr schön. Pappkarton. Ich brauche etwas, um das Klebeband durchzuschneiden. Okay, also eine Schere. Oder ein Messer. Gemälde. Das ist die Anbetung der Könige. Scheint eine Reproduktion zu sein. Okay. Aktenschrank. Ich glaube, die Schubladen werden durch das Computerterminal bedient. Das könnte nützlich sein. Leider wurde dies ausgeschaltet. Toll. Schreibtisch. Da fehlt der Knopf. Ja. Toll. Erste-Hilfe-Kasten.
Ist natürlich abgeschlossen, brauchen wir einen Schlüssel und da haben wir das Labor. Hallo, Laborassistentin. Die sieht aber schön aus. Hallöchen. Hallo, Mrs. Nystone. Professor Romano hat mich informiert, dass du eine Laboranalyse für Beweise benötigst, die du in der Gruft gefunden hast. Darf ich sie mir einmal näher ansehen? Ja, klar, hier. Hier sind die Beweise. Ja, ich werde sie ein paar Tests unterziehen. Allerdings bin ich heute die einzige Assistentin im Labor, also könnte ich etwas, könnte es etwas dauern. So, möchtest du mir helfen? Dann würde, das würde den ganzen Prozess deutlich beschleunigen. Finde zuerst das nötige Laborzubehör und sterilisiere es dann. Dort an der Wand befindet sich eine Anleitung, an die du dich halten kannst. Wenn das Zubehör gereinigt wurde, kannst du mir das Tablett geben. Okay. Da haben wir erstmal eine Schublade. Und da haben wir ein Schneidemesser. Aber anscheinend gibt es hier doch noch etwas. Ja, und zwar die Zange. Und noch etwas. Okay. Was denn? Ach, hier das... Achso, Mikroskopteile. Okay. Eine leere Flasche. Mikroskop. Es fehlen einige Teile. Ah ja, zwei noch. Kühlschrank. Eine Petrischale. Oh, lecker, der Hamburger sieht ja lecker aus. Und eine Pipette. Und noch eine Petrischale. Schrank. Soll das jetzt ein Wimmelbild sein? Ja. Ich glaube, ja. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da haben wir schon mal den Trichter. Ein Sieb. Tja. Und jetzt probiere ich einfach alles mal aus. Was so ungefähr alles so ähnelt. Okay. Messbecher. Kolben. Eine Spritze. Eine Schüssel. Das könnte ein Mörser sein, der hier ist. Aber was das ist, keine Ahnung. Ach, hier, so ein Reagenzglas wahrscheinlich. Okay. Schüssel. Okay. Mal gucken. Okay. Gehen wir jetzt mal hier uns umsehen. Spüle. Ich sollte kein Wasser verschwenden. Dann halt eben so. Okay. Drei Papiertücher, okay. Kabinen. Da ist jemand drin. Okay, wollen wir natürlich nicht stören. Mir würden da ein paar Gründe einfallen, warum ich meine Hand nicht in eine Toilette stecken sollte. Würde ich auch nicht freiwillig machen wollen. Igittigit. Hilft mir da die Zange? Nein. Also brauche ich da irgendwie was anderes. Eine Bürste. Schöne Bilder. Und das auf der Toilette. Tollololololol. Okay. Ah ja, wir haben ja hier auch das Schneidemesser bekommen. Och nee. Eine lange, gerade Linie sollte ausreichen. Das ist gar nicht so einfach mit der Maus. Hui. Hat gereicht. Sehr schön. Boah. So viel Styropor. So. Da haben wir das auch. Sehr gut. Freut mich.